Heute an der Seite von Kurt Jürgens, von Yul Brynner, von Jean Gabin, um nur einige zu nennen. Sie galt gemeinsam mit Sophia Loren als die erotischste Frau ihrer Zeit. Heute feiern wir ein ganz besonderes Jubiläum, und zwar um Mitternacht. Und sie hat unser Geburtstagskind, wenn ich so sagen darf, hat auch die Tochter mitgebracht. Wir begrüßen sehr herzlich Natascha Giller und Nadia Tiller. Herzlich willkommen. Frau Tiller, wir feiern um Mitternacht Ihren 90. Geburtstag. Ja. Mit welchen Gefühlen gehen Sie in das neue Lebensjahr? Mit einer Menge positiven, aber doch auch schwierigen. Es ist nicht mehr so einfach, mit 90 Jahren durch die Welt zu marschieren. Abgesehen davon, ich habe nie geglaubt, dass ich so alt werde. Aber nun ist es nun mal so. Und es geht mir, sagen wir, verhältnismäßig gut. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ein Grund, Frau Tiller, warum es Ihnen so gut gehen mag, ist, Sie sind erfahren. Ja, ich habe eine wunderbare Familie. Ja. Meine Tochter ist heute mitgekommen. Mein Sohn ist dabei und meine entzückenden Enkelkinder, eine hübscher als die andere. Und das ist schon sehr erfreulich, das muss ich sagen. Barbara wird jetzt ein paar... Können wir direkt überprüfen, richtig. Frau Tiller hier sagt. Denn tatsächlich, hier sitzt die Familie. Also wir haben den Sohn da, wir haben ganz viele Enkelkinder da. Und ich habe hier neben mir gleich mal Tatjani sitzen. Hallo, guten Abend, Hallo. Tatjani. Wie fühlt man sich, wenn man eine Großmutter hat, die tatsächlich 90 Jahre alt wird? Mit welchen Augen blickt man die an? So fit, wie die da sitzt und ihr Leben meistert. Ja, also sie ist wirklich ein Vorbild, also in allen Hinsichten. Und einerseits ist sie eine Oma, andererseits ist sie einfach eine Diva, glamourös. Also sie steht tatsächlich morgen auf und schaut so aus. Also es ist unglaublich. Woke up like this. Ja, aber es ist wirklich, aber es ist wirklich so. Ich könnte mir vorstellen, dass man doch all diese Geschichten ja auch irgendwie hören will, die sie erlebt hat. Erzählt sie ab und zu ein bisschen was? Bittet ihr sie zu erzählen? Ja, also sie erzählt gerne. Mhm. Also wir hören auch wirklich gerne zu. Und sie hat einfach unglaublich viele Geschichten. Also sie hat, also sie sowohl wie unser Opa, die haben einfach wahnsinnig viel erlebt, auch gemeinsam, viel gereist, auch in so eine Zeit, also 60er, 70er Jahre. Gibt es Fotos? Viele Fotos? Es gibt, heutzutage findet man vieles auch auf Google und ja. Also es gibt unendliche Bilder, also auch von Mami und Jan, wo sie jung waren. Es ist schon alles toll dokumentiert, ja. Mit schönen Schwarz-Weiß-Fotos. Das stimmt, das werden wir uns gleich noch angucken. Ich glaube, hier sitzt das Kindermädchen. Guten Abend. Sie waren Kindermädchen? Ja, für Natascha und Jan. Nein, ja. Das gibt's ja nicht. Das ist schon über 50 Jahre her, aber es war eine schöne Zeit. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie in den Haushalt Giller-Tiller einzogen? Ich meine, das war doch eine Riesennummer. Ja, das war's. Und ich muss sagen, ich bin heute noch Nadja sehr dankbar, dass sie mich so aufgenommen hat mit viel Freundschaft. Und ich habe eine große Familie um mich gehabt. Absolut. Ja? Wunderbar. Und das war natürlich eine außergewöhnliche Sache. Also toll, dass Sie heute alle zu uns gekommen sind. Riesenapplaus an die Familie. Wir werden ja gleich noch zusammen feiern. Wir haben gerade, Frau Tiller, wir haben gerade schon darüber gesprochen, mit welchen großen, prominenten Schauspielern Sie gearbeitet haben. Ja. Und sicherlich gut gearbeitet. Aber gab es auch Schauspielerinnen, Kolleginnen, wo Sie sagen, das war keine erfreuliche Erfahrung? Gab es das? Ja, ich muss gestehen, dass Frau Knef nicht sehr angenehm war. Ach so. Sie war unglaublich erfolgreich, wie wir alle wissen. Sie konnte schreiben, sie konnte singen und sie war eine wunderbare Schauspielerin. Aber sie war todunglücklich und ich habe zweimal mit ihr gearbeitet und beide Male war es sehr unerfreulich. Ja. Wollen wir es so weit ziehen lassen? Ja, aber ich darf noch einmal nachfragen, was war denn so verdrießlich an ihrer Mentalität? Was war der Punkt, wo sie... Dass sie sehr schlechter Laune war. Ah. Und zum Beispiel, das eine Mal, wie ich Lulu spielte, war sie immerhin die Geschwitz, was eine wunderbare Rolle in Lulu Frank ist. Redekind, ja.
Und da war sie mit einem sehr netten englischen Kollegen verheiratet. Und den hat sie nur angeschrien und in der Garderobe. Es war peinlich. Es war einfach peinlich. Ja. Es war einfach eine unzufriedene Frau. Ich weiß nicht, warum sie so unzufrieden war, weil eigentlich hatte sie keinen Grund. Aber es gibt vielleicht Menschen, die so sind. Die Frauen bleiben dann doch manchmal ein Rätsel. Ja. Wir gucken jetzt mal auf ihre großartige Karriere zurück, wenn Sie in den Fernsehschirm gucken. Wir haben was vorbereitet. Sie ist die Femme Fatale des deutschen Nachkriegskinos und sie bringt nicht nur Farbe ins biedere Wirtschaftswunderland, sondern adelt Jahrzehnte jeden Film, in dem sie mitspielt. Schön, elegant, mondän. Nadja Tiller modelt schon früh und wird zu Recht 1949 zur Miss Austria gewählt. Zu Beginn ihrer Karriere macht einer ihrer Filme Schlagzeilen und sie gleichzeitig zum gefeierten Star. Sie spielt das Callgirl Rosemarie Nitribitt, selbstbewusst und verrucht, unnachahmlich. Soll ich etwas bestellen? Er soll mich anrufen, wenn er kommt. Ja, wohin? Welchen Namen bitte? Nitribitt, 161028. Und ausgerechnet. Sie küsst berühmte Kollegen und gilt als eine der erotischsten Frauen des europäischen Films. Toni, löschen wir diesen Durst. Später schafft sie mühelos den Übergang zur Grande Dame des deutschen Fernsehens. Damals wie heute in jeder Rolle brillant und eine wahre Legende. Nadja Tiller. Es war eine, Frau Tiller, es war eine außergewöhnliche Karriere. Vor 70 Jahren wurden Sie Miss Austria. Dann, der Film hat es gerade ein bisschen illustriert, dann haben Sie diese außergewöhnliche Rolle gespielt, das Callgirl, ja. Rosemarie Nitribitt, das in dem damals biederen Deutschland einen Skandal ausgelöst hat. Haben Sie damit gerechnet? Wir hatten noch große Schwierigkeiten beim Drehen, weil man wusste ja nicht, was wir aus dieser Geschichte machen. Und wir wurden öfter mal verjagt und bekamen nicht die Genehmigung, im Frankfurter Hof zu drehen und verschiedenes anderes auch. Und wir haben es trotzdem geschafft. Wir wussten auch, was wir daraus machen wollten. Mhm. Nämlich, wir wollten das damalige Deutschland zeigen. Und das ist uns ja auch toll gelungen und sehr honoriert worden. Mhm. Aber spätestens seit diesem Film lagen Ihnen die Männer zu Füßen. Wenn nicht schon vorher, aber die letzten Männer, die noch standen, aber sie haben mit einem inneren Kompass, sie haben immer einen großen Geschmack bewiesen, was die Rollenauswahl angeht, aber sie haben auch einen großen Geschmack bewiesen bei der Auswahl des Mannes. Ach ja, kann man sagen. Walter Giller, der Unvergessene. Ja. Wie haben Sie sich kennengelernt? Ganz einfach. Wir hatten beide eine Rolle in einem Film, der hieß Schlagerparade. Und da sind wir uns begegnet. Mhm. Und war es so ein Punkt, wo Sie sagten, na ja, also das ist der Mann fürs Leben? Oder war es noch... Nein, das habe ich zunächst nicht gesagt. Ich fand ihn ganz nett, aber meine Mutter sagte dann mal, wie wir schon befreundet waren, wollte er nun heiraten? Habe ich gesagt, den will ich nicht heiraten, den werde ich nie wieder los. Und so war es dann ja auch. Ja. Der Abend ist Ihnen gewidmet, aber Sie werden Verständnis haben, wenn wir einen kleinen Rückblick auf Wahnsinnig gern, auf Walter Giller. Dankeschön. Ja. Bitte schön. Wie ist denn doch den Seinen, gibt's der liebe Gott im Schlaf? Sehr. Was macht denn Mami? Mami Clowny. Ja. Mami macht den Clown. Ich führe nichts im Schilde. Ich hab noch nie was im Schilde. Ja, Walter musste leider gehen. Ja. Er war sehr krank. Aber irgendwann müssen wir ja alle gehen. Sie waren 55 Jahre verheiratet. So ist es. War Toleranz der Kitt, den diese Ehe zusammengehalten hat, neben der Liebe? Wir mochten uns einfach gerne.
Naja, aber ich versetze mich in die Lage vieler Zuschauerinnen und Zuschauer, die sagen, mein Gott, 55 Jahre in so einem Beruf, man ist viel getrennt, man lernt andere ja, Männer kennen. Ja, wir waren getrennt, wir sind auch manchmal ein bisschen Seiten gesprungen, wie man sagt. Ja. Aber das hat uns nicht gehindert, zusammen zu bleiben. Sie sind Seiten gesprungen. Ja. Aber Sie sind ja, was entscheidend ist, auch immer wieder zurückgesprungen. So war es. In offene Arme. Ja, so war es. Donnerwetter, also so viel Toleranz erfährt man nicht überall in der Ehe. Ja, scheinbar, bei uns war es so. Mhm. Natascha, Frau Giller, Sie sind in Lugano aufgewachsen. Haben Sie als Kind das gespürt, wie berühmt Ihre Eltern waren? Nein, mein Bruder und ich hatten keine Ahnung. Weil da wir in Lugano italienisch sprechend auf einer italienischen Schule aufgewachsen sind und damals gab es kein Internet und Facebook und WhatsApp und alles. Es war eine total andere Welt, weil unsere Kindermädchen hatten uns gesagt, eure Eltern sind Schauspieler und sie arbeiten. Ich meine, ich habe den Fernseher angemacht und habe italienisches Fernsehen gesehen. Und wenn ich mal auf jemanden zugegangen bin und gesagt habe, meine Mutter ist Nadia Tiller, dann hieß es mal Machiek. Ja. Und ich meine, und damit war die Sache erledigt. Und sie gingen und kamen und gingen und kamen. Und es ist ja nicht damals, sie brachten auch in dem Sinne keine Filme mit. Oder im Kino liefen die Filme nicht. Da lief also Marcello Mastroianni oder irgendwelche Sophia Loren. Aber es war eine total andere Welt. Lugano war auf der anderen Seite der Alpen, italienisch sprechend. Und es war eine total andere Welt. Und schlussendlich sind wir dafür eigentlich sehr dankbar. Weil wir sind von dieser ganzen Sache, wir sind von dieser ganzen Sache abgeschottet aufgewachsen. Wenn unsere Eltern nach Hause kamen, waren sie zu Hause und dann waren sie voll zu Hause. Und dann haben wir Sachen miteinander erlebt und Ausflüge gemacht und zusammen gegessen. Und dann packten sie wieder ihre Köfferchen und waren dann wieder Wochen oder Monate lang weg. Telefonieren Sie, also Mutter-Töchter-Verhältnisse sind ja, ich bin jetzt keine Tochter von irgendjemandem, aber ich weiß es aus der Beobachtung. Das kann ich sehen. Es ist eine gewisse Delikatesse in der Mutter-Tochter-Beziehung. Telefonieren Sie häufig, sind Sie einander? Ja, sehr. Heute ja. Als ich ein nicht einfacher, pubertierender Teenager war, in einer Rebellionsphase, da hatte ich natürlich nicht viel das Bedürfnis, meiner Mutter jetzt mitzuteilen, was ich gerade machte. Wenn ich ausging, ging ich in Mailand aus. Das war dann auch noch wieder italienisch sprechen. Das war eine andere Welt. Also da hat man sich halt doch ein bisschen auseinandergelebt. Mhm. Aber andererseits war sie nicht die Mutter, die zu Hause saß und sagt, wo warst du denn schon wieder und wieso bist du nicht zu Hause und wo warst du denn heute Nacht? Ich meine, sie war nicht da und dann war das halt so. Frau Tiller, Sie werden sicherlich auch manchmal Walter Giller vermissen. Heute? Ja. Trauer kommt ja so nicht überfallartig. Mehr, nicht mehr sehr. Am Anfang habe ich ihn doch sehr vermisst, weil wir sind in den letzten 4 Jahren im Augustinum, ich lebe in einem Altersheim, und wo wir uns sehr wohl gefühlt haben und wo wir eigentlich noch mal, ich kann ruhig sagen, zusammengewachsen sind, weil wir eben da gemeinsam waren. Und es war schön, dort gemeinsam zu sein. Und Walter wurde abberufen, weil er ja sehr krank war. Und er hatte Lungenkrebs. Aber es war gut so, weil er war 84 und es war gut, dass er gehen konnte, weil es ging ihm nicht sehr schlecht. Es ging ihm eher sehr schlecht. Und jetzt ist es so, dass er eigentlich sich immer mehr mir entfernt. Mhm. Er ist da, aber er ist ein bisschen weiter weg. Wie wenn man so ein bisschen. Es ist eigenartig, aber ich nehme an, es verschiedenen Witwen wird es auch so gehen. Zunächst ist der Schmerz groß und man muss lernen, damit fertig zu werden. Und dann mit einmal geht es eben. Er geht halt weg. Und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Ja, es gibt ja viele Menschen, die sagen, die Trauerarbeit verrichten, die sagen, die Seele des Verstorbenen entfernt sich immer mehr. Sie sind in einer so wunderbaren, großartigen Verfassung. Wie sieht Ihr Alltag aus heute? Lesen Sie viel? Hören Sie Vorträge? Musizieren Sie? Ja, im Augustinum wird einem auch Verschiedenes angeboten. Ja.
Und abgesehen, es werden Vorträge gehalten, es werden kommen kleine Gastspiele hin, die zum Teil sogar sehr schön sind, musikalisch oder auch textliche. Und ja, und dann gehe ich auch ganz gerne noch ins Theater, wenn ich jemanden habe, der mich begleiten kann, weil alleine traue ich mich nicht mehr. Und man hat eigentlich doch, als Rentner hat man auch noch zu tun. Ja, ja. Ich danke Ihnen. Es geht mir gut und ich fühle mich wohl. Und ich bin sehr dankbar für mein Leben und für meine Karriere. Und dafür, dass ich so eine schöne Familie habe, auf die ich mich immer verlassen kann, das ist schon eine ganz tolle Sache. Dafür bin ich sehr dankbar. Ja. Sie machen auch Mut. Also Sie machen Mut, wenn man Sie so sitzen sieht im fortgeschrittenen Alter, dass man sehr glücklich und dank der Familie natürlich auch sehr zuversichtlich sein kann. Die Familie hilft sehr. Es ist sehr schön, eine Familie zu haben. Ja. Und ich weiß, gerade auch im Augustinum sind verschiedene Leute, denen es nicht so gut geht wie mir, abgesehen von der Gesundheit. Das kann auch schwierig sein, das Alter. Ich bedanke mich für den Moment sehr für dieses wunderbare Gespräch. Danke. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Frau Giller, dass Sie Ihre Mutter so tatkräftig unterstützen. Und wir werden nachher uns noch mal unterhalten. Werden wir uns wiedersehen. Ja, genau. Und, vielen Dank. Die Uhr zeigt, dass wir jetzt langsam runterzählen können. Und ich denke, wir fangen bei 5 an. Oder vielleicht sogar bei 10. Oder bei 10. Fangen wir bei 10 an. Nehmt euch die Sachen hier auf den Tisch. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liebe, alles Liebe zum Geburtstag. Auf ein glückliches neues Lebensjahr und wir verehren uns, wir verneigen uns vor Ihnen, weil wir verehren Sie. Wir müssen singen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Nadja, Happy Birthday to you. Ich glaube, sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl. Ich glaube, wir nehmen wieder Platz. Ihre Enkel haben etwas gebastelt? War das nicht so? Oder etwas da steht ein Geschenk, steht aus. Endlich. Die ganze Zeit deswegen nicht. Eine Kleinigkeit von uns. Ja, dann wickeln wir es mal auf. Natürlich morgen. Oder? Heute noch nicht. Also während wir wickeln, wir können es ja in aller Ruhe machen, es gibt eine Grußbotschaft, bevor wir aber noch zu wesentlicheren Punkten, Überraschungen gleich kommen. Und zwar ein prominenter Kollege hat Ihnen etwas, ein Gruß geschickt. Und der kommt jetzt da unten. Danke, Barbara. Nadja, 2x45, ich gratuliere und ich wäre so gern selber dabei. Ich würde dich so gerne drücken, was ich mich früher nie getraut habe. Leider. Alles, alles Gute. Dein Mario. Ja. Aber wir haben gedacht, es kann ja nicht nur sein, dass jemand einen Gruß schickt, auch wenn es der große Mario Adorf ist, sondern es ist noch jemand da, der Ihnen ganz persönlich gratulieren möchte, und zwar niemand Geringeres als der große, wunderbare Volker Lechtenbrink, meine Damen und Herren. Nein! Ja.
Sascha. Hallo, Sascha. Hallo, 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 hallo. Sascha, ich wollte mir das doch nicht entgehen lassen. Ich wollte selber das entgehen lassen. Ja, du musst, das kannst du mal noch über die Mama machen. Danke. Wie schön, dass du das gemacht hast. Warum war es dir ein solches Bedürfnis? Ja, darf ich das erzählen? Gerne. Wir bitten doch. Nadja ist, als ich 14 war oder 13, war ich in einem Film, der hieß El Hakim. Und da spielten Ovi Fischer und Nadja spielten dann. Und ich saß da, ich durfte da noch gar nicht rein, der war eigentlich erst ab 16. Und da war ein Bild, da kamst du mit seinem schwarzen Tunika. Yeah. Dann rutschte ein Träger runter. Und ich saß schon sowieso so im Kinosessel. Entflammt. Und ich sah für einen winzigen Moment den Ansatz eines Busens. Nein. Und es war um mich geschehen. Und ich habe da gesessen und ich seit der Zeit liebe, verehre ich sie. Ich habe dann immer mich nicht getraut, das zu sagen. Auch, weißt du, ne? Und dann, als wir in Lugano waren, habe ich das nicht getraut, dir das zu sagen. Und dann hat sie gesagt, das ist das schönste Kompliment, was ich seit langem gehört habe. Danke dir. Du hast gerade erwähnt, ihr habt euch in Lugano dann wieder getroffen, offensichtlich. Ja, also mit Walter. Hast ja mit Walter öfter gearbeitet, ja. Du hast und Regie geführt. Dabei, ich habe Regie gemacht. Geführt mit Woody Allen, Play It Again, Sam und dreimal noch ein Pferd. Ja, wir haben Walter und ich öfter mal, werde ich nie vergessen. Wie war, erzähl ein bisschen. Bei Walter? Ja. Walter war ein wunderbarer Mensch. Das war, wenn er abends dann, wenn die Vorstellung gespielt war, das sind nur Anekdoten, ne? dann sagte er mir schon, gleich geht er. Und dann ging er in die Kneipe oder wir gingen in die Kneipe und dann sagte zwei Bier waren schon und einen Verbindungsmann. Das war so ein kleiner Schnaps dann. Ach so. Ich hatte den Ausdruck, einen Verbindung. Walter war ein wahnsinnig toller Typ. Er war ein großer Komödiant. Und ein wahnsinniges Komiker und einer der wenigen Komiker, der nicht geizig war. Man sagt immer, Komiker sind zu geil. Aber der war so groß. Ja, sagt man immer. Es gibt Kollegen, die haben Stacheldraht vom Portemonnaie. Ja, die räumen auch die Weihnachtsdekoration noch ab. Ja, genau. Nein, hast du andere Erfahrungen? Das war mir eine Freude, die haben mich geschrieben. Ja. Die flirten noch. Wir haben ja auch gern zusammen gearbeitet. Ja, nächste Sache. Wir freuen uns, dass uns das so gelungen ist, diese Überraschung. Schön. Ja. Und es ist ein Abend. Ich war so aufgeregt, du glaubst doch gar nicht. Lieber 10 Stunden Theater spielen oder was als das. Aber dann, ich war natürlich auch froh. Naja, es war ja auch, wenn ich das uncharmant sagen darf, es war ja der erste Busen, den du, glaube ich, sahst. Es sollte nicht der letzte sein. Aber es war es war ja auch so, mit 13 Jahren, das ist ja immer ganz anders. Erst war ich ja schon heimlich im Kino und das war alles so. Eben alles noch so frisch. Worauf kann sich denn Nadja jetzt morgen freuen, Natascha? Was wird morgen stattfinden? Oder beziehungsweise heute? Es ist ja schon soweit. Wie werdet ihr den Geburtstag feiern in der Familie? Was machen wir morgen? Wir machen nur in Familie. Ja. Ja. Die Familie ist ja auch reichlich. Ja, wollte gerade sagen, da habt ihr genug zu tun. Unter uns. Ja. Heute war ja eine große Feier. Ja. Und die ist noch nicht zu Ende. Wir feiern jetzt weiter, hier ein bisschen im Studio. Und vielleicht wird Volker noch singen, man weiß es nicht bei ihm. Also, ich habe ja gerade 2,5 Stunden. Aber du bist gerade. Kommst du von der Bühne? Ich komme direkt im Angst. Ich brauchte deswegen nicht nachgeschminkt zu werden. Nein, du siehst ganz hervorragend aus. Danke. Du kommst direkt zur Party über. Also, wir bedanken uns sehr herzlich, meine Damen und Herren. Das war ein großer Besuch, liebe Nadja Tiller, dass Sie uns die Ehre gegeben haben. Ich bedanke mich. Es war für mich auch etwas Besonderes. Und Frau und Giller, so, wir danken Ihnen. Machen Sie es noch das auf. Jetzt kommt das Geschenk. Das ist ein Geschenkchen von deinen Enkeltöchtern, was doch sehr originell ist, muss ich sagen. Jetzt, Achtung. Wie schön. Für den Walk of Fame. Ist das toll. Ist das schön. Was für ein schönes Schluss, meine Damen und Herren. Das war's. Die NDR Talkshow. Heute eine besondere NDR Talkshow. Sie war, dank Ihnen, Sie haben uns die Ehre gegeben. Und wir freuen uns in 2 Wochen. In 2 Wochen haben wir wirklich...